Hallo Kids, herzlich willkommen im Kinder- und Jugendzentrum Treffen-Bebelhof. Heute mit Peters Fahrradwerkstatt. Wir wollen euch heute zeigen, was ihr täglich am Fahrrad schauen müsst, ob auch alles in Ordnung ist. Und dafür habe ich mir eine kleine Liste gemacht, die ich euch jetzt mal vorstelle. Wir schauen heute nach den Bremsen, nach dem Licht, nach Reifen und Luftdruck, nach der Kette, nach den Reflektoren, ob die alle fest und da sind, und nach der Klingel. So, jetzt ist das Licht an der Reihe. Ich habe den Vorteil, ich habe ein Nabendynamo, habe das Licht am Scheinwerfer schon eingeschaltet, und da der Dynamo im Vorderrad ist, hebe ich das Rad leicht an und drehe. Und wir können sehen, das Licht funktioniert. So, das Vorderlicht haben wir schon kontrolliert. Jetzt haben wir das Fahrrad herumgedreht. Jetzt könnt ihr das Rücklicht sehen. Ich hebe vorne wieder das Rad an und drehe. Und wenn alles in Ordnung ist, leuchtet das Licht hin. Ja, jetzt sind wir bei den Reflektoren. Ihr wisst ja, am Fahrrad haben wir eine Menge Reflektoren, die alle da sein müssen, fest sein müssen und auch funktionieren müssen. Der eine Reflektor ist vorne an der Lampe. Manche haben auch einen extra Reflektor hier vorne. Dann haben wir als nächstes die Reflektoren in den Pedalen, die werden gerne vergessen. Gucken, ob auf beiden Seiten die Reflektoren sauber, klar und heile sind. Dann haben wir der Rückseite einen Reflektor. Manche haben ihn auch im Rücklicht eingebaut. Manche haben das Rücklicht hier oben. Der muss heile sein. Und dann haben wir die Reflektoren in den Speichen. Und hier vorne auch. Und dann haben wir alle Reflektoren überprüft. Alle sind da, alle sind fest, klappern nicht, haben keine Risse, sind nicht blind. Und als besondere Schmackel gibt es auch Reifen, die einen Reflexstreifen haben. Der Herr hat auch einen, jetzt ist ein bisschen versteckt unter dem Staub. Aber wenn das alles in Ordnung seid, habt, dann sind die Reflektoren soweit in Ordnung. So, das war's jetzt erstmal für heute. Aber wenn ihr Fragen habt oder Probleme habt mit dem Fahrrad, wenn wir hoffentlich bald wieder nach Corona-Zeiten offen haben, kommt vorbei bei uns ins Jugendzentrum und wir helfen euch weiter. Bis denn. Tschüss.